Es ist ein trauriger Corona-Rekord in Russland. Binnen 24 Stunden sind so viele Neuinfektionen registriert worden wie noch nie. Knapp 21.800 Menschen haben sich neu mit Covid-19 angesteckt. Bei 256 Todesfällen ist ein Zusammenhang mit dem Virus festgestellt worden. Insgesamt gab es bisher fast 1,8 Millionen Infektionen. Das sind zwar weniger als in den USA, Indien und in Brasilien und auch weniger als in Frankreich. Doch schon im August hatte Russlands Präsident Wladimir Putin stolz einen Durchbruch verkündet. Sein Land war das erste weltweit, in dem ein Corona-Impfstoff zugelassen wurde. Wie gut der Impfstoff Sputnik V tatsächlich schützt und welche Nebenwirkungen er haben kann, das ist weiterhin offen. Nachdem die Mainzer Firma BioNTech verkündet hatte, dass ihr Impfstoff zu 90% wirksam sein soll, haben sich auch die Verantwortlichen in Moskau dazu geäußert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sei der russische Impfstoff zu mehr als 90% wirksam. Anders als bei BioNTech stammen die Daten dabei nicht aus einer laufenden Studie, sondern aus Impfungen der Bevölkerung. Die russischen Behörden haben vollmundig versprochen, dass es ihnen gelingen wird, bis Ende des Jahres 30 Millionen Impfstoffdosen zu produzieren. Doch daraus wird jetzt wohl nichts, denn es gibt erhebliche Probleme bei den Produktionskapazitäten. Mehr als 30.000 Tote hat Russland in der Corona-Pandemie bisher zu beklagen. Ein weiterer landesweiter Lockdown ist dennoch derzeit nicht geplant.